Seid gegrüßt und willkommen zum neuen Video. Wir werden uns jetzt hier stundenlang durch Amazon-Pakete wühlen. Durch Pappe. Der nackte Wahnsinn steht uns bevor. Lass uns einfach loslegen. Ich muss kurz meinen Superbock öffnen. So, sei so frei, Bri. Bitte keine Sachschäden, danke. Brauche was Massiveres. Dann könnte ich mir einfach den Flaschenöffner geben. Was kein Flaschenöffner ist. Ich will es nicht zerkratzen. Unvorbereitet sein Urvater. Danke, Eddie. Grüße an Dreibock aus dem Gesetz. Alter, das geht ja schon gut los. Zwei Säcke Sand und ein Zettel. Kies. Take on my gravel pit. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Es ist auf jeden Fall ein gutes Lied. Dein Text. So, hier ist ein Zettel. Ein Gruß von Sascha. Lieber Max, bereut seine Worteberg. Im Amazon-Video mit Hector Panther sagtest du, schickt mir Kies. Diesen billigen Scheiß hier gab es gerade für 5, für 4 im Angepackt. Suhl dich darin. Oh, für die Stundenkerzen. Haselnüsse. Vielen Dank für die edlen Gaben. Stefan, guten Tag, Herr Stall Haltungsberg. Anbei 2 neue jeden Tag Produkte. Die Kerzen sind sicher nützlich, um ihre Sucht nachzugeben, die dazugehörigen Löffel folgen. Keine Äußerung auf irgendwelche illegalen Aktivitäten. Danke schön. Erleichtert es nach 4 Stunden Kleinkram sowas zu machen. Also es ist jetzt eigentlich ist jetzt Teil geil Essig. Der Mann nimmt mir den ganzen Essig ab. Also. Ich bin eine neue Ära. Henry! Ja, das ist hell. Guten Tag, Herr Huhnberg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem feinsten Apfelessig, dass er Sie schön beglückt. Grüße an den Mond, Cedric, denn er ist ein Sohn des Suffs von die Leiter der Weisheiten. Alter, was zum Beispiel? Oh. Ja. Also 5 Säcke sollen es insgesamt sein. Mehr Wuhntan, klar. Mann! Oh, das sieht nach Erdnussbutter aus oder sowas. Bitte kein Kies, danke. Kalbe. Wie hast du mich genannt? Salbe. Junge, ist wirklich Erdnussbutter. Creamy. Ohne Zuckerzusatz. Meins. Dann kannst du gerne alle 3 mitnehmen. Damit kann man richtig geile Sachen machen. Ja, ich kenne das nur, dass man sich auf die Nülle schmiert und dann kommt der Hund und den legt's ab. Junge. Ja. Geliebter Bruder, wenn du mit einem Video ein komplettes Glas isst, bekommst du ein Fass Veltins. Gut, dass du ihn hörst. Ich hasse Erdnussbutter so sehr. Aber wenn das auch für diesen Mann gilt. Nee. Wenn der schlanke Onkel eines isst, gibt es ein weiteres. Also, Ansage gilt. Wenn das Mädchenvieh eines ist, dann gibt es feinsten Gin. Bitte mehr Erdnussvieh. Was hältst du vom Kies-Workout? Wutan-Clan. Bleibt denn anderes übrig? Soll ich das alles wild, wahllos in den Flur schmeißen? So weit weg wie möglich. Also mindestens bis Prolis. Hast du denn 5 Säcke Kies? Ich habe leider Bedarf an mehr. Kannst du sowas bitte nicht sagen? Das ist echt in dem Fall scheiße. Oh, da kommt schon wieder was Rotes entgegen. Waffelmischung. Ey. Für die älteren Herrschaften. Gruß von Erik. Ich kann nicht lesen. Bitte lauter. Ich kann mir doch nicht anschauen, dass der Minery aka Fick deine Omei Kaufland Keks im Video frisst. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr und jeden Tag. Okay, hab ich selber nicht verstanden. In dem Video mit dem Franz schickt die Fisch die Meere leer. So. Hat er diese Kekse und Kaugummi gegessen. Junge! Ging jeden Tag fremd. Ja! 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 Oha! Junge! Alter, ist das geil! Die Light-Version, das Schwein wird ganz neidisch. So. Der kann sich direkt verpissen. Alter! Was für ein Pack! 2, 4, 6, 8, 10, 12 Pack. Krank. Ich
distanziere mich davon. Ich küsse deine Eichel, warum? Ach, Junge. Na gut, ja. Ich brauche wirklich dringend Koffein, Alter. Ich bin kurz vom Zusammenbruch, Alter. Ein Gruß von Arno. Coca-Cola Light für ein leichtes Fortfahren mit dem völlig gestörten Wahnsinn. Alter, danke dir, Alter. Wirklich. Warum schüttest du das aus? Weil ich das ordnungsgemäß wegschmeißen will. Gewiss, ist das Leben so schwer wie möglich. Was ist das denn? Alter, das ist das Geile. Danke für die Cola, ohne Witz. Junge, das Mischkonsum. Das ist purer Wodka. Ich liebe Cola und Wasser. Geil Essig. Findet ihr das ekelhaft oder findet ihr das geil? Cola, Wasser, wer das noch nie gesoffen hat, probiert es einfach aus. Ich finde, das ist das Erfrischendste, was es gibt. Stell dir vor, es gäbe Pfand auf diese PET-Flaschen, du wärst reich. Pfand Angels ist die Ware, Gang, von 6i Jonas. Einfach nur das. Mehr Pfand auf Essig. Nicht zusammenfalten, ich muss das so schneiden. Lass die einfach zusammen. Ja. Auseinandernehmen. Ich bin zu gewohnt. Ja. Ich bin zu erzogen. Ich habe überlegt, warum was rammen ist denn da? Erklär mir das doch einfach mal. Die Deckel. Ja, und die kosten nur 11 Cent. Und diese Verpackung und diese Zettel. Warte mal. Wir haben doch vorhin die ganze Zeit diese Deckel ausgemacht, diesen kleinen. Den A4. Und jetzt kommen die zwei hier drin. Ja. Das war jetzt wirklich alles. Einmal vierter Deckel, einmal vierter Deckel. Sehr geehrter Herr Nachbar, durch die permanent gefüllte Papiere bin ich in der Regel aufmerksam geworden. Wenn Sie nach schräg links unten aus dem Gucken, wissen Sie schon. Lies lieber das laut, bitte. Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr beobachten, wie ich meine Großmutter mit dem Mund reinige und verwöhne. Schickt mir Federdeckel für Abzweigdosen. Liebe Grüße aus Dresden von der Nacht. Es geht los. Oh nein. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich dieses Video Brötli nenne. Und bisher habt ihr bestimmt überlegt, warum. Aber ihr könnt einfach mal mitzählen. Beziehungsweise machen wir jetzt ein Trinkspiel. Für jeden Beutel Brötli, den ich jetzt hier auspacke, oder er auspackt, gibt es einen Shot für euch. Viel Spaß, ab jetzt. All die Frühschichtler einfach früher das Video gucken. Ich glaube, den Zettel musst du nur einmal lesen, weil das ist immer dasselbe. Gruß von Nabil. Brötli für den Max. Es darf niemals enden. Geliebter Onkel, grüß das Mädchen von mir. Schickt mir Brötli. Ach, das wird der Untergang. Bitte mitzählen. 4, 3. Ja, nehmt euch morgen nichts vor. Wer das Trinkspiel wirklich mitmacht jetzt. Mit Videobeweis. Videobeweis einschicken und dann gibt's Brötli auf meinen Nacken. 6. Mit. Ach, Junge. Ja, okay. Das ist immer dasselbe. Ja, ich verstehe schon. Vermute ich jedenfalls. So, was denkst du, was hier drin ist? Nein, Junge. Das ist kein Brötli. Nein. Das ist kein Brötli. Ich werde direkt dem Mädchen viel Bescheid sagen. Kokosraspeln. Nee. Flips. Nee. Flips. Oh, nee. Salzbrezeln. Wie viele möchtest du haben? Ich habe immer noch vom letzten Mal 3 Stück. Wie viele möchtest du haben? Nein. Scheiße. Die sind halt, ja. Ihr bringt mich in eine Lage, also. Ich sag, nee, ich weiß nicht. Du lass es einfach so, wie es ist. Ja. Hier wird nichts verändert. Junge. Auf den Schock, ein Bock. Junge, das ist ja portugiesisch. Schickt einfach mal Bira Moretti. Nicht als Zapfanlage. Ja, schickt mir Zapfanlagen. Ja, schickt mir und eine Kartonpresse für 2.500 bei Amazon. Bitte. Das ist wahr. Du kennst das Prozedere, ich muss räumen. Schenkt schon mal ein paar Schottgläser ein. Bitte nicht. Okay. Brötli. Echt? Ja. Nein. Also haben Sie das in den großen Brötli sind? 8, 10, 12, 14. Sie sitzen dein gottverdammter Ernst. Warte, schau mal aufs Gewicht von dieser Verpackung. 2,59.
Der Turm. Ich schaff's das schon. Alter, was? Minas Tirith. Scheiße. 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 Oh, Junge. Möbel? Ja. Nee, das sind andere Beutel. Frühstücksbeutel. Diese kleineren. Nehme ich auch zwei mit. Zwei? Ich bin jetzt fünf. Okay. Danke. Ich warte auf den OnlyFans-Account des Fies, du mageres Schwein. Mehr Fanpost mit Paulier mit 3e von Tiberius. Das Mädchenfies vom alten Eisen. Da gibt's keine OnlyFans. Und der andere wohl hat blockiert. Vielen Dank für die Beutel. Die bringe ich alle der Mutti mit. 1,93. Ich weiß gar nicht, das Brötchen, das muss ich jetzt alles lagern. Ah ja, was Neues, ah, was Spannendes. Bambusscheiben. Ohne Öffner. Pudding. Ist das Pudding, ist Pudding, nehme ich. Oh, Kaviar. Du oder ich? Was? Kaviar. Ungekühlt. Na, verglast. Nicht vorlesen. Ja, aber trotzdem. Hey. Das ist ja verschlossen. Klöschen. Na, das ist Algen gemacht. Ach doch, dein Kaviar. Na, das ist, ja, kannst du gerne haben, wenn du möchtest. Ich werde das verspeisen, die Klöschen. Oh, den esse ich gerne. Das ist Baumkuchen. Nee, hier, das ist Mist eigentlich. Ah. Das ist eigentlich. Junge. Bitte! Ja. Alter. Seegras. Sushi. Glutenfrei, fettfrei, zuckerfrei. Viel Spaß. Ich werde schon irgendwie verkaufen. Klebreismehl? Ja! Cockbrand, Alter! Alter! Einfach Cockbrand. Ja, damit kann man Mochis machen, richtig geil. Bitte Kochvideos. Ja, hör mir auf. Von dir wird mir auch Kochvideos angucken. Nee, ernsthaft jetzt? Ich habe keine Küche. Das war knapp. Ja. Bambusscheiben. Hier ein Bambusarsch. Bitte mehr sichelförmig. Warte, das sind 72 Gramm. 27. Brötli. Echt? Wir sind jetzt bei 16, glaube ich. 18? Ja. Also ihr könnt nicht alle im Ufer aber das abholen kommen. Nee, hör mal, ich sag schon Bescheid. Ja, okay. Wenn ihr das Video seht, sind die Brötli höchstwahrscheinlich schon alle verschenkt. Also bitte nicht mal nachfragen, ob ihr noch was habt. Das macht dich krank. Hast du noch was? Es darf nie was enden. Ach, Junge. Oh. 3,6 Tonnen Gras. Was? Seegras? 20. Ach, alter Nabil. Ganz schön nabile Aktion. Och, oh, bitte, warte, ich bring das schon weg. Lies bitte. Steighirn, Eul. Sehr gewohnter Max Fitzberg, bitte nicht alles auf einmal essen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Grüße an Jurassic Park, an Mr. Hammond. Für Jens Kleintiersparen. Liebe Grüße in den dreckigen Osten. Ach, bitte. Auch an den Lobbit und den Schänder. Was ist denn Lobbit? Das N und dann Cola Rot. Also, darf man das sagen? Warte, ich muss das mal sehen. Na, ungern. Ja, deswegen. Vorsicht und Nachsicht. Cola? Ist das ein Kamel oder wegen der Farbe? Ja, nee. Das die Marke Fricola. Ach, Afrikola, ja. Jetzt wird, ja, okay. Junge, das muss ich erstmal verstehen. Ja, ich auch. Oh nee, Alter. Warte, ich mach gleichzeitig. Oh, okay. Oh, das ist ja das Einzige, was schlimmer ist. Sehr gerne, Herr Max Spahnberg. Viel Freude mit den Kleintiersparen. Von der D-Zugmann. D-Zugmann, bitte schick das lieber dem Schänder. An die Best. Der Counter, bitte. 22, 24, 26, 28. Das sind 28 mal 250 Gramm. Oder? Denkst du, es hat bis jetzt jemand mitgemacht?
Niemals. Stell dir mal vor, es haben sich wirklich Leute mit sowas bereitgestellt und pausieren einfach das Video, ja, dass sie es drin haben, Alter. Und dann kommt dieser Karton. Dann gib mir die Flasche einfach. Wie kommt man auf die Idee, einfach so viel Brötli? Waren da nicht wenig aus Vollkorn dabei? Das ist alles dasselbe. Die sind alle Vollkorn. Achso, dann nehme ich eine mit. Eine! Ich will ja nichts wegnehmen. Oh nein, der Vorrat! Ich komme sofort, es gibt nur genug. Aber das steigt mir in die Nase, dieses Streu, das fickt mein Kopf. Das geht halt nicht mal die Toilette runter. Ja. Grüße übrigens an meine Stream-Community und meine Mods. Sehr gute Leute. Und meine VIPs. Die Grüße, die machen wir irgendwie. Ich muss ja irgendwas, irgendwie Zeit überbrücken. Jetzt trink doch mal den Superbock aus. Das ist fast leer. Ich hab noch mehr. Das ist eine Lüge. Brötli. Auf den Schock ein Schluck. Junge, die Pappen, Alter. Da war der Kleinkram irgendwie interessanter. Naja, wir müssen uns jetzt durch das Brötli durcharbeiten. Da beißt die Maus keinen Arsch. Sieben Schlaraffenland durch den Griesbreiberg. 30. Im Schlaraffenland. Ja. Der nächste Sack ist voll. Ich sag wahrscheinlich mal 32. Ja. Wir sind jetzt bei einer Viertelstunde und es sieht so aus wie nach 6 Stunden Kleingram. Ich filme dann mal in der Pause auf die Kartons rein. Das ist ja krank. Das ist ja krank, Alter. Also 34. Ist ja wirklich, Alter, das ist ja echt nicht mehr. Das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist mehr jenseits von Brötli. Bitte nicht die Beute schneiden, danke. Du musst eigentlich immer nur hier und hier machen, denn du hast ja geht dann schon alleine. 36. Das könnte so viel schöner sein. Das ist schon wieder wie so. Das nur durchsitzen. 36 oder 38? Okay. Ich sage jetzt einfach mal 36. 38. Spoilern. Lass mich raten. 40. Es ist ja wirklich schmackhaftes Zeug mit irgendeinem Zeug drauf, aber in diesen Mengen. Oh, das ist flüssig, das hat eine Unwucht. Das, wie das Vieh sagen würde, hat eine Unwucht. Oh, oh! Das wäre was fürs Vieh. Der würde sich jetzt extrem freuen. Tommy? Ja. Ach Quatsch, Thomas Henry? Ja. Oh, Junge, ja. Lass mich raten, bestimmt eines Herolds. Oh, da hab ich einen Grund, das Vieh morgens im Lächeln zu bringen. Vielen, 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 vielen Dank. Ihr wisst genau, was unsere Herzen höher schlägen lässt. Viel Vergnügen mit deinen Geschenken, viel Vergnügen mit deinen Geschenken. Mehr Videos mit dem Metenvieh von Manuel. Mulm für den feinen Suff mit dem Metenvieh. Ich hoffe, die 2 Liter Flensburger waren schmackhaft. Gruß aus der Republik. Warte. Achso, nee. Auch Tonic. Hanftonic. Oha. Passend zum Hanf. Geil, das wird auf jeden Fall verkostet, sobald wieder eingekehrt wird mit dem Vieh. Junge, Windspiel ist auch ein Gin. Da muss ich den dringend erwerben. Junge, von einem Windhund. Oh, Pflaster. Geil. Oh, vielen, vielen Dank für die Variation. Das ist ja wirklich geil. Flensburger soll übrigens ziemlich gut sein, habe ich gehört. Das Bier? Ja. Ich mag das nicht, das ist mir zu bitter. Echt? Okay. Ah, die Familie trinkt das gerne. Ja, ich habe halt schon mal gehört, dass es gut sind. Nochmal wirklich vielen, vielen Mastern. Junge, gerade an der Bizeps. Junge, ey, Junge. Der Brizeps, das kommt alles vom Paketestempel. Ja, das. Ich wünschte, es käme vom Handelsstempel, aber brauchst du nicht? Nee, ich hab schon. Ich auch. Glaub mir, ich auch. Ich überbrücke. Ach, ich hab Leo. Ja, ich bin schon. Nee, ich habe ja noch Coronis. Ja, yeah, ja. Yeah.
Schlafzimmer ist schon mal geschafft. Schlafzimmer ist geschafft. Wir sind bei 30 Brötli-Packungen. Mal 2,5 Gramm. 0,25 Kilogramm. Ich war nicht in Mathe der Kleinste. Gute Besserung. Auf den Schock. Oh, schon wieder ein Bock. Wir müssen uns mehr absprechen. Ja, ja. Oh nein, jetzt habe ich zwei Bier zu vernichten. Ja, das sind immer diese miesen Alkoholiker, die sind aus. Link zu dem T-Shirt wird es übrigens selbstverständlich nicht in der Videobeschreibung geben. Die Kopfschmerzen sind immer noch nicht weg. Ich habe jetzt schon 300 Liter Wasser getrunken. Er drängt dich nicht. Ist übrigens egal. Das Messer? Ja. Das ist wirklich lieber. Mit für mich. So, 32. Echt jetzt? Achso, stimmt, jetzt geht er weiter. Das Schlafzimmer. Bitte, das kommt nicht aus dem Klo. Bitte mehr Aspartam. Junge, dieser Berg, Alter. Oh Gott, oh Gott. Wir haben es ja gleich. Was ist eigentlich eure Meinung zum Brötli? Ist es eine Verniedlichung vom Brot oder einfach nur was anderes? Och nee, ich hol den Beutel, ich hol den Beutel. 34, 35, 36, 37, 38. Ich habe mich bestimmt schon zweimal erzählt. Ich werde das Video extra selbst nochmal nachzählen. Am Wochenende gibt es eine große Verschenkung, also ohne Witz. Ja. So. Junge, ist das krank. 40, 42, 44. 44? Ja. Ich krieg eine Vollmeisung. Das ist absolut krank. 44 mal 25. Ja. Nee, wirklich, mir fehlen echt die Worte. Das ist mit das Krankste, was ich bis jetzt erlebt habe, fanpost-technisch. Also wenn wir bei Game of Thrones wären, dann wäre das der Berg. Der Berg. Ja. So. Was habe ich jetzt zuletzt getrunken? Covid. Oh, das ist leer. Bitte den Pfand wegräumen, sonst gibt's richtig Ärger. Ja, Mensch, verdammt nochmal, kein Stress, du Schwanzkopf. Bitte vorsichtig hier reinschneiden, das ist flüssig. Essig. Ich hab's. Essenz. Salz. Oh, Brötli. Oh. Nee, Salzbrezeln. Ein Gruß von Sascha. Lieber Max, GEZ Schuldenberg. Die trockene Scheiße kann doch kein Mensch fressen, aber bitte, wenn du sie magst, gönn dir. Ich hasse das Zeug. Pseudomonas. Na, die umgekehrte Psychologie, du liebst das Zeug. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, 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 ich liebe es sehr, sehr. Ich esse das so gerne. Oh, die Unwucht. Grüße an Fips, vielleicht gibt es auch noch Flips. Ich weiß genau, der Mann wird bis jetzt 24 Minuten geguckt haben. Oh, Partybox. Also, die Frau hat gemeint, davon kann man nie genug haben, dann bringe ich halt nie genug mit. Komm nicht mit. Ja, einmal geht noch. Ich filme dann gleich auf den Berg hier. Den Berg. Ich bin völlig am Ende, Alter. 3 Kilogramm Flüssigkeit. Das ist kein Leben mehr. Das ist eine Packstation. Das ist der blanke Hund. Manche Packstation. Ja. Esch. Oh, das muss ich zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 davon nehme ich mit. Wie bitte? Ich muss bald meine zweite Tasche einbetten. Oh. Kannst du bitte alles mitnehmen? Die eine kriegst du auch noch. Danke. Dein Zettel doch hier. Mastdarm von Jakob, danke. Das ist nicht flüssig. Backware. Was? Junge, die Ausrüstung. Nein, Junge! Feuchttücher, da nehme ich mit. Alter. Ein Kuss von Mick.
Täglich grüßt das Mädchen, ich grüße die Jungs aus C-Town. Grüße gehen raus an die Jungs aus C-Town. Also mein erster Sack ist voll. Nimm mehr. Na. Na. Diese Unwucht. Also ich bringe dir direkt einen zweiten Sack mit. Ja. Der müsste oben auf dem Paket liegen. Oh, Junge, wie leicht. 250 Gramm Brötli, safe. Mein geschultes Auge weiß das sofort. Ah, Junge. Oh. Ach so, die berechnen das komplette Paket als Gewicht. Geil. Safe. Oh Junge, der Schlangerich. Das ist Tafelessig-Essenz. Oh nee. Gut, damit da bin ich jetzt leider da. Das ist jetzt leider zu viel für mich. Nee, Apfelessig, wenn dann weißer Essig, aber kein Tafelessig mehr. Tafelessig ist der weiße. Ja, meine ich ja. Kein Apfelessig. Völlig am Ende. Das ist krank. Also, ist der Flur frei? Also Amazon-mäßig. Flur, Schlafzimmer, alles geschafft. Gut. Wir machen gleich weiter, was mal einen Schnitt noch. Ja, ich muss eh seichen. Sofort. Aber ich schwenke jetzt noch auf diesen Pappberg. Warte, ich muss noch kurz schrei doch nicht so in Caps. Freundliche Grüße an den mageren Amazon-Maloche, der diesen Schund ausdrucken muss. Sie können sich bei Max Herzberg bedanken. Das ist mal eine geile direkte Nachricht. Sass, 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 sass von Michael. Ein guter Freund von mir hat sich gestern für eine Mikrowelle der Firma Bosch entschieden. Er hat darin eine orientalische Teigtasche erwärmt und sich diese dann in sein Maul geschoben. Er war danach satt und fett. Oh, Junge, wie viele Nachrichten. Sehr geehrter Henry Bergberg, ich hoffe, meine Gabe bringt dich ein Stückchen näher zur absoluten Psychose. Die ist schon lange beschritten. Grüße an die Community. Jetzt, wie geht es eigentlich dem Hausherrn? Freundliche Grüße aus dem, also wie das hier über den Rand geht, finde ich immer wieder geil. So, wir machen jetzt einen. Na hallo, bis gleich. So, wir haben noch 29 Minuten, dann haben wir heute insgesamt über 2,5 Stunden aufgenommen. Leider mit viel kleinen Kram, aber gut, muss auch weg. Wahnsinn, die Pappen. Macht auch Mist. Das Brötli, Alter. Ich habe schon so viel für Speis, wie es ging. Aber jetzt werden die Pakete ein bisschen abwechslungsreicher auf jeden Fall. Also die Inhalte, nicht die Pakete. Bitte, wirf. Oh, ich habe gerade gesagt, es wird abwechslungsreicher. Einfach drei Federdeckel abzweck, Scheiß. Federscheißdeckel. Germany. Was ist denn das? Was Langes. Ja. Rollrasen. Das ist Tapete. Perfekt. Brauchst du zufällig eine Wandtapete? Nur in Ziegeloptik. Wie viele Meter sind denn das? 10 oder so? Ja. Kann man das als Greenscreen gelten lassen? Du kannst damit machen, was du möchtest. Ich brauche es definitiv nicht. Was denn? Bitte. Es sind halt nicht die Packungen offen, die da drin sind. Hä? Hey. Die genaue Erklärung seht ihr bei kleinen Kram Part 4 oder 3 oder so. Was ist das für eine Kacke hier, Mann? Unausweichlich. Oh, Gummibälle. Murmeln! Das sind Flummis? Ja, so. Als ob. Ganz viele kleine. Junge, wie geil. Das ist Inhalt für so einen Automaten, so ein Training für Kinder, so Kaugummi-mäßige. Stimmt. Nachfüllpackung. Bunt gemischte Flummis, 200 Stück. 200? Grüße an Dobby und Jens Lehmann zu Wildbre. Viel Spaß mit 200 Flummis, Herr Flummiberg. Schickt mir Flummis Bre. Von Carsten. Okay. Die lassen wir alle vom 20. Stock runterprallen. Das ist bis jetzt das Geilste, Alter, eigentlich irgendwie. Also als Kind wäre das die Höhe. Ich hab früher sowas gesammelt. Ja. Italien, wirklich. Oh, Alter, geil. Geklaut und alles. Henry! Ja, keine Äußerung. 200 Flummis, das macht mich irgendwie gerade glücklich.
Herr Flumiberg. Hitler Flumi. Herr Flumiberg. Ja. Leute, mal kreativ, was ist denn das? Alter, warte, erstmal das. Oh nein. Das müssen wir erstmal verarbeiten. Hier, bitte. Riechen aber besser als die anderen. Gruß von Stefan. Hallo, Herr Seifenberg. Bitte gründlich den Damm und After mit der Seife einreiben, damit Sie für den Besuch des Onkels wieder schön frisch sind. Von Walter Weiß, 89. Wenigstens eine andere Geschmackssorte. Lol. Aqua. Junge. Und ich habe hier schon mal was gesehen, das bereitet keine Freude. Wirklich? Ja. Was? Nee. Oh. Nee, oder? Doch. Oh. Eine Packung. Sind es bei 45, glaube ich. Das reicht nicht. Glaube ich irgendwie. Ich habe mich eh schon verzählt. Oh. Gruß bleibt, oder? Nee, von DHL, nachdem das Vieh das auch gerufen hat. Ich hoffe, das Vieh hält das Produkt gerade. Sorry. In den Händen. Ein Gruß von Fabian. Stimmt, das Vieh hat wirklich gesagt, im Video schickt mir Brötli. Eigentlich habe ich das alles dem Vieh zu verdanken. Eigentlich soll ich das ganze Brötli dem Vieh geben, wirklich. Nee, ernsthaft. Aus, es wächst auf ihm. Der hat das wirklich alles zu verantworten. Diese ganze Kacke. Er beschwört es halt auch. Oh, Tabletten. Das ist gut. Das nee, das brauche ich okay, auch dringend. Ja, ich habe echt Mangelerscheinungen. Ja. Sowas finde ich auch geil. Das soll ich mir direkt ballern, Alter. Ich habe mir erst letztens ja so Pillen besorgt für den Kater. Ja. Geil. Nie wieder krank. Junge. Ich meine, 46, direkt in die Gönnen. 47. Obwohl ja eigentlich für den Kater später. Ich finde es nicht mehr. Brötli für den Max. Achso, immer noch die gleiche. Es ist von. Weißt du, die Leute, die das jetzt hier, die Pakete, die sind ja schon über eine Woche stehen hier rum. Ja. Und die haben ja keine Ahnung, was danach kam mit dem Brötli. Das ist alles ein Universum für sich. Die haben das einfach so bestellt, so Spaß. Oh, Mann! Ey, das ist. Wenigstens sind wir jetzt wieder gerade bei 48. 49, 50. Denkst du, irgendjemand hat das Spiel noch mitgemacht? Nee. Also bei. Wie viel hat ein Shot? 01? 02? 02 ist ein kleiner und 04 ist ein doppelter. Das heißt 02 mal 50? Ein Liter. Ja, ein Liter kann ich eine Flasche Wodka exen. Mehr Brötli für das Mädenvieh. Alter. Junge. Ich bin Frankfurter. Oh. Ah, wieso lese ich das überhaupt? Die Zeitblase. Wir sind in einer Zeitblase. In einer Brötli-Blase. Ich wollte, dass es spannend wird. 52. Aber ist das von anderen Leuten, oder? Nein, das ist wieder von Amo. Ne, von. Doch. Da das Mädchen viel mehr Brötli verlangt hat, soll es dies auch bekommen. Grüße gehen raus an die Gang. Das Schwein Seibt hat seinen eigenen Laden in Rostock. Das kennt er schon. Das von, ist Fleischer, ja. Von Evil 2. Das Problem ist ja, dass immer hier sitzt irgendjemand und wenn die Pakete jemand bestimmt auspacken soll, das ist ja kaum möglich. Manchmal ist es zufällig immer. Ja, weil letztens habe ich ein Video geguckt, wo jemand was ausgepackt hat, was eigentlich ich hätte vorlesen sollen und. Eierkuchen, Alter! Oh, das ist nice. Dann nehme ich dir was ab. Viel Spaß mit den Pfannküchen. Kuchen wünscht der Krastian aus Zörbig. Von Krastian. Also davon kann man wirklich Unmengen schicken. Wie viel? 3 oder so. Das ist so ein Ding, wo man nur Milch reinschüttet, oder? In der Tat. Am besten meines Milch. Wie lange muss der gehen? Super Bock. Nimm einfach von hinten. Gut, nee, trink. Ich mach die Logistik. Du bist nicht hier zur Arbeit. Du bist hier zu schütten und gut auszusehen. Ich werde indirekt bezahlt durch die Steuererziehung. Ich will mir... okay. Heute ist wieder Dampf frei gemacht. Oh Mann, Amazon! Diese Zettel? Hä? Alter, warte. Jetzt erhebe ich mich. Genau das stand drin. Oh, das? Würde ich tatsächlich, außer du brauchst für deine Akten. Nee, ich habe nur 2. In Lachsfarben, das finde ich geil.
Kriegt mal Ordner für diesen Mann. Hier herrscht keine Ordnung. Bruce und Jonas, diese Investition lohnt sich. Für den Mann der Windwelle. Da hat sie mal was Lachsfarbenes. Ich greife zu. Nein! So, bitte keine Brötli. Es kann nur ans Vieh gehen. Ein Gruß von Max L. Das war der Stuhl. Sehr geehrter Herr Brötliberg, heute auf jeden Fall. Vielen After- und Durchfall nach dem Vergnügen mit diesem Produkt. Viele Grüße aus von den Knusperpiraten, von Paul und Leon. Grüß zurück! Im Geist ist völlig am Ende. Nervlich für mich. Oh, es wurde doppelt verpackt. Für die fabelhafte Erzeugerin von Moschstähner. Das müssten die Pralinen sein. Grüße an den Herold. Oder? Das ist auf jeden Fall. Nee, das ist anders. Ich glaube nochmal mit Luftpolster. Junge, ist ja dreifach verpackt. Könnte das sein? Rolex? Junge, das ist wirklich das. Nein, das wollte der gute Mann für den Muttertag, aber ich habe natürlich nicht rausfinden können, in welchem Paket das ist. Das ist schwierig, deswegen, ja. Ich habe der Mutti gesagt, das wird danach gereicht. Ach Junge, Alter. Auch so ein was Pralinenmäßiges. Also das sind ja die geilsten Pralinen, die ich jemals gesehen habe. Das ist wirklich Hartholz. 500 Gramm. Fabulous Collection. Chocolissimo. Bitte verpackt lassen, danke. Ich habe nicht vor, es zu bestellen. Alter, vielen Dank. Kauft mir Literatur von Herald zu Maschinen. Wurde gekühlt extra dafür. Oh. Die Mutti. Oh. Was sind denn das für Zettel, Alter? Kein Vergnügen mit deinem Geschenk von Christian. Von Rascha. Ja, danke, das werde ich auch nie haben. Ja, ich mach's ja schon. Fick dich, ja. Ausweigung. Ich krieg ja keine Zuschläge dafür. Wir wissen noch einmal, wie ein Schwein. Okay. Ja, sehr gut, feinfressig. Oh, Alter. Weil einzeln herrscht. Junge! Ja, das ist. Was ist denn das? Der Drucker wurde falsch eingestellt. Ja, einiges wurde ja falsch eingestellt. Gruß von Christian. Am Bestelltag 20.04. war kein Essig mehr zu kaufen. Erst in 1 bis 2 Monaten. Mit dem Erhalt dieser köstlichen Flasche Essig darf ich dir mitteilen, Essig ist wieder verfügbar. Viel Spaß. Das wurde wirklich am 20. April bestellt. So lange dauert das ja, weil es ausgekocht ist. Ist kein. Junge. Die nehmen da echt nichts mit übel. Eine Flasche, Alter. Eine gab's. Brötli sind zum Glück auch ausverkauft jetzt. Ja, wirklich, das ist alles. Nee, jetzt ich echt nicht mehr. Ich kann das nicht mehr unterbringen jetzt. Gruß von Katharina. Ohrenstäbchen. Gruß von Katharina, immer schön die Ohren sauber halten. Grüße aus dem reichen Westen. Grüße zurück. Erzähl mal was Schönes. An Katharina. Also es gab da mal so eine Zeit, da war hier alles leer, konnte man hier arbeiten, da war hier noch so ein oranges Sofa. Na Junge, das ist ja ewig. Ich sag aber schön. Den Schock ein Bock. Schickt mir hier Massivtaschen zum Karton wegbringen oder Brötli verteilen. Zu Strafe gibt es jetzt zwei kleine. Oh, sieht meine Nase so aus? Nee, der Onkel. Ja, der kommt. Oh, geil. Direkt meins. Siehste. Rettich. Das funktioniert. Der Mann kennt mich. Schon in- und auswendig. Bitte. Oh. Neonservietten. Leon Darm. Ohne Chlorbleiche. Wer hast Bedarf? Beantwortet. Brody. Sehr geehrter Max Feuchttuchberg, diesen Trocken. Wasch damit dem Mädchenvieh den Anus ab und sag ihm, dass er ein schöner Mann ist. Von Erfurt Nord. Nein.
Das ist alles Weichspüler. Ach, Weichspüler? Eine Flasche, ja, aber eigentlich habe ich auf Waschmittel so. Ja, ich dachte ich auch. War nicht Weichspüler das Gelbe? Ja, eben, weil das war doch das Waschmittel, das Blaue. Ja. Das sind verschiedene Sorten. 75 Ladungen. Das hat keinen Henkel. Henkel trocken. Cool von Stefan. Twitch vermisst sie. Wann sind die Vodafone-Probleme endlich behoben oder wollen sie diese gar nicht beheben? Hier ist was ausgelaufen und ich glaube wirklich, dass die gar nicht beheben wollen. Aber ja, das war ja vor meinem Comeback. Viele Grüße an verzweifelter Fan Walter Weiß 89. Ja, Mann. Danke für die Putzkolonne. Ich lutsche den Löffel. Die nehme ich nicht mit. Nee, ich würde jetzt nur auspacken. Die Lagerung muss oberste Priorität sein. Ja, oberste Priorität. Bitte keine Prioritäten im Chat, danke. Oh. Was ist denn wieder? Was ist das los? Ich kaufe der Weichspüler. Ich würde ja gerne, aber ich putze meine Ohren nur alle zwei Tage. Junge, diese Unmengen. Wie viel sind da drin? 1000 Stück? Einer sind 300. Oh. Das reicht mir auch. Ja. Ich hab so viel abgenommen. Bitte einreichen von mehr Paketen, ich lese so lang. Viel Gruß, ein Gruß von Niklas. Vielen Dank für die äußerst amüsanten Bewegtbildproduktionen. Mehr Fanpost mit Hector Panzer. Viele Grüße vom Trieb. Täter. Niklas, Gruß. Niklas, Gruß. Oh, nee, das, ich weiß nicht. Die Unwucht. Ja, weniger Unwucht. Wuchtet mehr um. Alter! Sardint die Meere. Nee, das sind Heringsfilets. Ja, oder so. Nehmt den Walen bitte nicht das Futter weg. Ja, mich. Ihr habt die Wahl. Sehr geehrter Herr Erzberg, ich sende Ihnen feinste Gaben aus der kaiserlichen und königlichen Monarchie, gezeichnet Franz Josef I. von Hut. Danke für die Heringsfilets, wirklich. Die werden zeitnah irgendwo hingeschoben. Ja, die kommen alle zu meinem Onkel. Oder zurück ins Meer. Schieb das mal aus. Das muss man den Leuten zeigen. Tentakel. Das sieht so komisch aus. Mit Fühler. Erläutert das mal jemand bitte. Danke. Entäuterung einer Kuh. Zeit. Welche denn? Zeit. SARS. Geil. 13 Minuten. Oh, guck mal hier. Oh, was Neues. Jetzt bin ich raus. 55 oder so vielleicht. Stimmt, da war was. Alter. Oh. Kim, bitte melde dich einfach bei mir. Wie gesagt. Also nicht Kimberly, sondern Kim. Von mir aus beiden. Sehr geehrter Armazonus, ich möchte Ihre Lippe lecken. Hör, Bruder. Alle Achtung. Von der, ey. Gesundheit. Es ist alles krank. Oh, Apfelessig. Oh, Neon-Tücher. Ach, Junge. Da kommt immer so viel und von allem, wenn man das... Ich kann noch lesen. Essig zum Essigisieren von Dingen, die Essig brauchen. Ein Gruß von Finn. Achso, der andere Gruß war von DHL. Hier eine kleine Spender ehrenvollster Servietten für sämtliche täglichen Aktivitäten zu gebrauchen. Ich grüße die 483, den Mond Blutfuß und Mirki Kuss auf die Nuss und kauft mir Servietten. Von Finn. Ich habe mir die Zunge gebrochen. Ich habe meinen Lullermann gebrochen. Fips. Fips? Ach so, Fips. Ja, nee. Ach, verdammt. Fips 28. Kein Zettel. Waffenmischung.
Die Kartons ordentlich öffnen. Ja, der Nachbar. Zweite Abmahnung kommt. Gut, mein Hurry. Ich habe keinen Kaugummi. Grüß, ein Gruß von Kimberly. Guten Tag, geliebter Onkel. Hiermit sende ich dir feinste Speisen und sonstiges. Grüß die 8 Igen, grüß aus dem Einhaus Saarland. Mix ist, Schokodrink, Flasche, Erdbeertrink. Bitte leer mal das Bier, danke. Bock. Bin ich eigentlich ab heute der... Ne, du bist doch heute ab heute der coole Freund vom Suprafahrer. Öffne mal bitte das nächste Bier, danke. Ja, ich muss erst verdauen. Na komm, das... Ich muss noch eine Bahn fahren. Kannst du dich mal auf die Hose legen? Sie bitte die Kartons ordentlich weiter. Die sind so gebaut. Nein, du musst sie einfach ordentlich abschneiden. Du machst mich nicht sauer. Es gibt schon ein warmes Bier jetzt. Ich schicke Nerven zusammen durch. Wenigstens hast du Ersatzklingen. Und die Ersatzklingen sind im Teil Nummer 4 oder 5. Und schickt bitte mehr Beefy Hot Roll. Geht doch. Genau das. Gruß von Sascha. Lieber Max Herzberg, hier endlich mal ordentliche Klingen fürs Vieh, aber bitte nicht damit schlachten. Oh. Von Pseudomonas. Wir haben ja ein Gewicht von 5 Kilo und es ist Unwucht. Es ist mein Sohn. Sorry. My Sony. Also jetzt mal ganz im Ernst. Oh, schmeckt. Oh. Ist auch Thomas Harry. Ich werde das Mädchen morgen sehr glücklich machen. Also ich muss sagen, diese Thomas Henry Spicy, die sind geil. Diese Ingwer-Dinger. Sehr geehrter Herr Gin Tonic Berg, damit das Meten Gin kommt in einem Fanpost-Paket zum Meten Gin Tonic fusioniert werden kann. Von Zivil 303, Florian Henry. Grüße an den Menschen, der Yu-Gi-Oh! Kennt. Wie hast du mich genannt? Kent Rockman. Ich wollte es gerade sagen, aber Kent Cockman. Alter! Mann! Das kann man wenigstens naturfreundlich in der Elbe versenken. Henry! Ah, es war nicht in der Elbe versenken. Das ist abbaubar. Gruß von Finn, hier eine kleine Spender, ehrenvolle Servietten. Ich hatte mir vorher schon. Mach doch mal neue Nachrichten rein. Die Leute, die bestellen ein was und die. Was denn? Aber die mir steht's bis hier. Die Zeit. Nee. Dann mehr die muss sein. Dann mehr Brötli. Ja, ruhig. Kann jemand einen 10-Stunden-Mix machen, wenn ich den mal auf den Arm habe, bitte? Bitte mit Beat. Die Heimat. Gruß und Benjamin. Guten Margot Honecker, geliebter Onkel. Die Volksjahrkammer der Ostblock-Bande hat sich nun nicht lumpen lassen. Und schickt der feinsten Fraß. Wir gehen davon aus, dass damit eine grundsolide Mauer hochgezogen wird. Von der Südgruppe Alde. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann keine Pakete mehr sehen. Ich kicke keine Meise. Proteincreme. Nein, du hast schon dreimal Erdnussbutter. Ich tausche. Nein, das ist zu gesund für dich. Darf ich das für meinen Stream haben? Sehr gern, den Hut habe ich nämlich schon. Aber das ist der mit dem Propeller? Der ist mit der Propeller. Geil, perfekt. Einfach ich. Genieße es. Oder für den Männertag. Es wird regnen. Danke, Kim. Junge, die sind. Nee. Gut, ich war gerade wirklich zu viel, was da stand. Von Kim oder Kimberly? Kim. Okay, kannst du denken. Nee, das war noch schlimmer. Ah, Junge. Alter, so. Ich dachte, da kommt noch mehr. Ja, die Seiten. Mit ungeschärftem Messer muss ich das tun. Wieso stellt sich das Brat an? Ich bin lernfähig. Ich entspreche einer Eiche. Gut, dass die Messer geschützt sind. Och nein!
Gruß von Sascha, lieber Berg, Herz Max, jetzt nimm endlich mal richtige Klingen zum Öffnen der Liebespakete. Ich mach mich alle fertig, ey. Das ist so krank. Gesegnet sind die Minikisten. Ja, Alter, das ist. Das sind einfach zwei Pakete. Ich hoffe, das sind Gewürzgurken. Jeden Tag Blütenhonig. Oh. Honig? Honig! Die Unwucht. Kind. Nicht vorlesen, das Wort. Ja. Schön geölt. Dieses Lächeln, nachdem man es verstanden hat, ist immer so schön. Ja, weil ich richtig kann da. Ist der Berg ja wieder da. Nee. Das riecht wirklich geil. Ja. Ich denke an Honig. Alter, sieht aber komisch aus. Die muss man erwärmen in warmes Wasser, dann wird er wieder gut. Echt? Dann wird er wieder normal flüssig. Nein, ich denke mit Max Herbst. Brauchst du denn? Ich hab noch. Aber keinen cremigen. Darf ich was? Nee, ich bin voll. Ja, haben wir noch. Naja, gut, in Schwall machen wir noch. Das ist ja alles noch. Nee, das schaffen wir nicht. Nein. Das schaffen wir nicht. Ein Schwall noch. Ein Schwall, auch bitte viel Stück. Siehst du, worauf das hinausläuft? Freddy? Ja. Ich muss wirklich auf Notreserve. Okay. Notreserve. Ich glaube, ich bin Notreserve. Der Notreber. Ich kann einfach nicht mehr, Alter. Ich bin am Ende. Kaffeesahne? Nee, ich bin nicht Raucher. Oh, Pfirsiche. Das nehmen. Alter, was ist denn da passiert? Trotz Polsterung. Was ist das? Ist das Zahnpasta? Ach, Junge, das ist schon noch was. Junge, die Zahnpasta. Oh, nee. Oh, ja, ja. Okay, das ist geil, das brauche ich wirklich nicht, aber. Bitte nicht, dass das Böse ist. Die ist schon gehärtet. Die Pfirsiche nehme ich noch gnädig mit. Die Zahnpasta, Alter. RIP, F, Reset. Noch ein spannendes Finale. Gleich. Ja, warte, hier, bitte. Lass die Salzstangen und die Sahne schmecken. Der Marcin hat übrigens mit dem Schnurtelefon aus dem Coupé angerufen. Von Huhn mit Hut. Vielen Dank für die Kisten. Also Kiste, Boxen. Schälchen. Schick mir Tupperware. Das ist geil. Lol. Steif. Esch. Der Puller ist steif. Schon wieder. Das ist hart. Eisen. Oh Junge, der Tafel ist wieder lieferbar. Ja. Geht die Scheiße wieder los, Alter. Ich gehe irgendwie kaputt. Salzstangen, genau das habe ich noch gesagt. Salzstangen sind ein etwa 30 bis 35 mm langes Gebäck. Den Rest könnt ihr auf Wikipedia lesen. Für Besucher, wie ich. Für der Berg. Das kriegen wir noch. Ja. Das ist letztes. Mache ich noch leer. Da brauchen wir noch eine Abschlussrede. Rede. Ich trinke, du rede. Ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt erstmal Urlaub. Aber wir waren heute sehr produktiv. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Alter. Ja, immer wieder gern. Junge, wie sich das Messer abgenutzt hat schon. Ja. Junge. Was ist denn das? Im Topf? Ein Pott. Also, Alter, was für die wissen langsam Bescheid. Was für eine kranke, perverse Scheiße, Alter. Die Leute wissen Bescheid und passen dazu. Eine Kinderzahnbürste, Alter. Vielen lieben Zelte dafür auf jeden Fall. Ein Gruß von Valentin, damit ihr Belag nicht ähnlich gelbe Zähne bekommt wie sie. Belag. Vom Jugendamt. Hey, ich wollte die Made in Germany, Junge, diese Scheiße. Guten Schiss, geliebter Großonkel vom Jugendamt. Valentin.
Da muss noch mehr sein. Was soll ich dazu sagen? Echt? Zahnbürste, Kindertopf, ein Block, Tintenlöscher und Fensterwischer. Beim nächsten Mal. Wird noch nachgeliefert wahrscheinlich. Also ich... Aber die schmeißen alles hier rein. Ich bin wirklich am Ende. Was muss wirklich dringend mehr geschickt werden? Corona-Paletten, Schnaps, Mischdosen, sowas wie Wodka mit Akai. Von mir aus noch Gin, japanischen Gin und japanisches Bier, bitte. Ich habe schon lange kein japanisches Bier mehr getrunken. Ich muss jetzt dringend die Brötchen verspeisen. Dieses Bild ist Corona-leeren. Du hast noch 17 Sekunden. Ich bin übrigens volljährig.